Das war der schlimmste Moment in meiner Fernsehkarriere. Aber das Problem von meiner Höhenangst, das gibt es schon seit Längerem. Da nicht! Aufhören! Warte, ich muss mal einen Moment. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Ich weiss, es gibt auch Menschen, die sagen, der soll nicht so blöd tun oder der macht da ein bisschen Show fürs Fernsehen. Ich kann einfach eins versichern, wenn es um die Höhe geht, ist es mir tot ernst. Und ich habe noch selten so viele Reaktionen auf einen Fernsehbeitrag bekommen. Und ein paar Menschen haben mir auch geschrieben, meine Höhenangst würde sich auch therapieren lassen. Zum Beispiel mit Hypnose. Und ich bin darum heute Morgen bei einem Hypnose-Coach vorbeigegangen. Attilio, also du glaubst wirklich, dass man mit Hypnose meine Höhenangst kann quasi heilen? Also grundsätzlich tue ich ja nicht heilen, oder? Ich helfe dir, Ursachen zu finden, wieso dass die Höhenangst da ist. Und die Ursache liegt meistens in der Kindheit. Das kann sein, dass du als kleines Kind etwas erlebt hast, vielleicht als Baby oder vielleicht sogar im Mutterleib etwas erlebt hast, wo die Höhenangst jetzt auslöst. Und wie hoch ist die Chance, dass man da tatsächlich etwas findet bei mir? Grundsätzlich hängt es von dir ab, weil eine Hypnose ist immer eine Selbsthypnose und es kommt darauf an, wie weit du dich einlässt und wie weit dass man wirklich an die Ursachen ankommt. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt bei dieser Hypnose mich nicht mehr unter Kontrolle hätte oder irgendwie weg wäre und dass du dann über mich kannst bestimmen. Also das ist eigentlich das Wichtigste in der Hypnose, man ist nie weg. Du bist voll entspannt, du kommst alles mit über und du weißt auch nach der Hypnose, was vorgekommen ist. Also du bist nicht ausgeliefert, du bist in einem Entspannungszustand und das ist ein ganz natürlicher Zustand. Ja gut, dann lassen wir jetzt los. Da nicht. Ja. So. Wieso ich so müde? Das ist gerade gut. Kann man dann auch schlafen während der Hypnose? Also wenn man jetzt ganz müde ist, kann es in den Schlaf übergehen. Ui. Aber weil es ja ein Dialog ist, kommst du nicht zum Schlafen, oder? Also ich schwätze dann auch. Ja, genau. Dann gibt es noch ein bisschen Musik. Die Augen öffnen. Fingerspitze konzentrieren. 3, 2, 1. Konzentrierst dich auf meine Stimme und auf meine Worte. Mit jedem Atemzug spürst du, wie dein Körper immer leichter und immer müder wird. So, jetzt ist der Ritu in der Hypnose und wir fangen jetzt eigentlich Behandlung an. Und weil da vielleicht intime, private Sachen vorgehen, tun wir jetzt die Kamera sägen, zum Rausgehen. Puh. Bist du gesehen, Reto? Überraschend, wenn ich es so darf sagen. Ich habe ja nicht, bin nicht mit wahnsinnig vielen Erwartungen da angegangen, aber das, was ich jetzt bekommen habe, das hat mir jetzt sehr gut getan. Und vor allem habe ich Sachen in mir entdeckt, die weit, weit zurückgehen in meine Kindheit. Ein Erlebnis war, als ich 5 war, als ich in einem Lift war, ohne meine Eltern. Und der Lift ist abgefahren. Und ein Erlebnis war, als ich 2 war, wo ich in so einem Laufgitter war. Und vor dem Laufgitter hatte es einen Hund und hat wahnsinnig laut gebellt. Und ich bin mir dort so hilflos vorgekommen. Und dann hatte ich nochmal ein Erlebnis, aber das behalte ich jetzt für mich. Und ich fühle mich im Moment gerade so richtig wirklich voller Kraft, um alles zu machen, was ich vielleicht bis jetzt nicht so machen konnte. Ich hoffe vor allem aber auch, dass es so anhebt. Das weiss ich ja dann nicht, wenn es wirklich zählt. Was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwo bei so einer Situation bin, wo ich wieder, hoffentlich nicht, aber gleich wieder Angst hätte und das vergessen, was du mir jetzt alles beigebracht hast? Also grundsätzlich sollte ja die Angst jetzt wirklich weg sein, weil wir sind wirklich an die Ursachen angekommen. Und falls gleich ein unwohles Gefühl vorkommt, habe ich dir noch zusätzlich einen Trigger gesetzt und den kannst du auslösen und dann löst das bei dir ein positives Gefühl aus. So ist es. Ich hoffe, dass er nicht braucht, den Trigger oder eben das Symbol, aber wenn gleich, kann ich den Daumen und meinen Zeigefinger zu einem Kreis formen. Und das gibt mir dann ein gutes Gefühl. Eigentlich bräuchte ich jetzt meinen Kreis nicht, so wie mir es Attilio erklärt hat. Und ich hoffe, ich schaffe es ohne. Das ist ein Turm, den ich regelmäßig mit meinen Kindern angehe. Meine Kinder gehen immer auf, ich bleibe unten, weil er mir zu hoch ist. Aber was jetzt passiert, das weiss ich wirklich nicht.
Also für mich, bis jetzt, alles gut. Ja, also schlecht geht es mir echt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht so auf dem Turm auflaufen, also wenn es gestern gewesen wäre. Das Einzige, was mir richtig Mühe macht, ist meine Pumpe. Das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Gut, ganz ehrlich bin ich jetzt in dem Moment richtig überrascht von mir. Aber ich kann es auch nicht genau einordnen, ob es noch mit Adrenalin zu tun hat, weil ich jetzt gewusst habe, was es geht. Oder ob es auch eine Einbildung ist. Oder ob es wirklich so ist, dass ich mich tatsächlich unglaublich wohlfühle. Also es geht mir gut, es geht mir sehr gut. Ob das Gefühl wird anheben, das sehen wir dann hoffentlich in den nächsten Sendungen.